Ja. Also die Ernteschätzung hier in Deutschland sieht für die Ernte 2023 eine Menge von rund 41.000 Tonnen vor. Das ist 10% weniger als im langjährigen Durchschnitt, was den Witterungsbedingungen geschuldet war, der dieses Jahr ähnlich einer Achterbahnfahrt zwischen heiß und kalt und nass und trocken gewechselt hat. Vor allem in dem sehr kritischen Monat Juni und erste Julihälfte haben die Niederschläge völlig ausgeblieben und gefehlt, sodass die Pflanzen doch sehr gelitten haben. Das ist ein Phänomen, was wir schon in den letzten Jahren oder in den letzten 10 Jahren beobachten und die schwachen Ernten und schlechte Ernteergebnisse sich jetzt stetig wiederholen, zum 5. Mal in 10 Jahren. Und das bringt für die gesamte Hopfenwirtschaft doch eine deutliche Herausforderung, sowohl für die Hopfenpflanzer, die weniger ernten und damit weniger Erlös haben, aber auch vor allem für die Hopfenvermarktung und für die Hopfenverarbeitung. Wir haben letztendlich als Vermarkter Vertragsverpflichtungen mit der Brauindustrie global. Und wenn wir diese jedes zweite Jahr nicht einhalten können und damit die Verträge wieder neu aufschnüren müssen, trägt das nicht zu den besonderen Sicherheit der deutschen oder Ansehen des deutschen Anbaugebietes bei. Dem begegnen wir durch die Züchtung, sowohl die staatliche Züchtung als auch aus privater Initiative werden neue Sorten gezüchtet, die trockenstressresistent sind und auch krankheitsresistenter. Dieser Prozess dauert sehr lange, 10 Jahre etwa. Und wenn die neue Sorte dann mal zur Verfügung steht, dann ist es aber auch ein Gebot, dass die Brauindustrie diese neuen Sorten möglichst in ihre Rezepturen der großen Biere dieser Welt einbrauen und mit aufnehmen, um einfach diesen gesamten Sektor zu stabilisieren.